So Leute, willkommen zurück zur Oras Arena Leiterburg. Oh yeah, gegen der Brady mit der Ummel. Hallo, ich bin Ummel. Hallo. Herrlichst. Mensch, im letzten Mal haben wir gesehen, dass Brady ja aufgrund eines sehr groben Fehlers am Ende doch noch gegen die Normal-Arena verloren hat. Und ja, er möchte dich heute tatsächlich nochmal trotz deiner anderen Vermutung gegen die Normalarena behaupten. Mit exakt dem gleichen Team, aber möchtest du vielleicht trotzdem noch was dazu sagen? Ja, er leadet wieder mit Cesorio, wie man sieht. Ich finde, das ist eigentlich der richtige Lead. Er hat zum einen einmal einen Hit, er kann jedenfalls einen Hit von Strapter tanken. Durch den Fokuscode. Das heißt, er kann safe den Tiefschlag drücken, weil du halt ein gebannetes Staraptor hast. Das heißt, du kriegst quasi auf jeden Fall Schaden. Und es besteht halt die Chance, dass du halt zwar mit Kehrtwende rausgehst und damit den Tiefschlag raus, den Fokuscode raushaust von Cesorio. Aber dadurch hat Cesorio den Fokuscode weg. Und dann ist es wieder in der Situation, wo man sagen kann, ja, Cesorio ist dann wieder unsafe und er muss halt im Prinzip hart switchen gegen einen Pokémon wie Schlappohr. Mhm. Und das im Prinzip, ich finde, der bessere Play wäre in diesem Falle gewesen, Chanera tatsächlich als erstes zu nehmen, weil Chanera von seiner Sicht aus halt das schlechteste Pokémon für die Arena ist, weil es im Prinzip nur Ditto kontert. Und für Ditto hat er schon Pokémon, die Ditto eigentlich rausbringen. Mhm. Ja gut, okay. Dann schauen wir mal, ob er es diesmal etwas anders angeht, was man vermuten könnte, denn beim letzten Mal hat es ja nicht funktioniert. Ja. Auf ins Gefecht. So, der Kampf beginnt und tja, es ist gut, dass du das eben angesprochen hast, denn ich dachte mir auch, ein Tiefschlag würde Staraptor zwar nicht besiegen, aber so weit runterknüppeln, dass ich es nicht mehr gebrauchen könnte später, deswegen bin ich hart rausgeswitcht und hier kommt tatsächlich der Abschlag, weil ich habe wirklich mit dem Tiefschlag gerechnet. Ja, das war im Prinzip ein sehr harter, seites Mindgame von euch beiden eigentlich. Ready musst du predikten, dass du entweder mit Kehrtwende rausgehst oder hart switchst und du musst halt predikten, dass der Tiefschlag kommt. Genau. So, kommt jetzt erstmal der Muggelhieb. Ich dachte mir, gut, ich denke, er wird drin bleiben und jetzt kann ich auf den Turmkick gehen. Und da ist das Cesorio weg und konnte. Gut, das Schlappohr ist natürlich jetzt in der Reichweite, wo der Tempohieb ausreicht von Meister Griff. Allerdings ist mein Ditto noch fit und das war mir ganz wichtig, weil ich diesmal denke. Also, ich denke, mit Ditto hätte ich noch mehr machen können als beim letzten Mal. Auch wenn es beim letzten Mal Cesorio rausgenommen hat, aber danach war es quasi besiegt. So. Ditto gegen Meistergrief soll es also sein. Und er kommt erstmal mit seinem Abschlag. Hat er also auch predicted, dass ich hier rausgehe, denke ich mal stark. Und jetzt fangen die Sweeties an. Genau, da gewinnt er das erste Sweetie, macht einen Ablegi. Der macht doch extrem viel Schaden. Ich benutze einen Abschlag und habe mich tatsächlich gewundert, dass er hier drin bleibt. Aus dem einfachen Grund, dass er sich eigentlich nicht erlauben kann, dass sein Meistergrief wirklich Schaden bekommt. Ja. Weil das ist ja quasi seine Win-Condition, wie er so schön sagt. Also Meistergriff ist das Pokémon, was es am Ende höchstwahrscheinlich reißen wird. Also was die Normalarena am meisten unter Druck setzt. Gut, jetzt ist Ditto natürlich besiegt, aber die Offensivweste ist weg. Und das ist sehr, sehr wichtig für mich. Ja, dadurch hat jetzt Porygon 2 ein unglaublich gutes Matchup gegen Meistergriff, weil die Psychokinese einfach sehr viel Schaden drücken wird. Genau. Ich komme jetzt aber erstmal wieder zurück zu Staraptor, weil es war wieder die gleiche Situation. Und ich dachte mir schon, dass er wieder in Chanera geht. Und langsam befürchte ich schon fast, vielleicht ist Chanera wirklich nur drin, damit dieses Staraptor sich selbst in eine kritische Reichweite bringt. Aber ich habe keine Ahnung, weil, naja, durch den Sturzflug hätte halt wieder mal alles außer Cesorio, was nicht mehr da ist, extrem viel Schaden bekommen. Wir sehen es hier und ja, das Spiel wiederholt sich mit Chanera. Ja. Wie sieht man auch, Chanera im Prinzip am Anfang hätte er benutzen sollen, einfach Konter drücken müssen als Safe Play oder Toxin. Das wäre die sicherste Entscheidung gewesen, meiner Meinung nach. So, und da kommt Meistergriff, Tempohieb und ja, da kann Staraptor sich wieder zurückziehen. So, jetzt haben wir wieder fast die gleiche Situation wie die wir eh schon hatten. Ich schicke jetzt allerdings erstmal mein Schlappohr raus mit dem Muggelhieb. Er hätte natürlich jetzt einfach wechseln können, allerdings ist er jetzt in einer Reichweite, in der Porygon 2 mit der Psychokinese verheerenden Schaden anrichtet. Deswegen war es mir jetzt auch egal, dass Schlappohr hier besiegt wird. Ist es tatsächlich eine Roll, dass das Meistergriff in der Range besiegt wird, bei 50%? Nee, ich glaube, das macht tatsächlich sogar
Weißt du was? Kommentier du über das Match, ich rechne das jetzt nochmal nach. Alles klar. Auf jeden Fall sehen wir erstmal die Psychokinese aufs Fiaro. Und er geht auf den Rückenwind. Das ist ein super nicer Play von ihm. Dadurch ist sein Meistergriff schneller und kann dann mit einem Upright-Hieb dann quasi das Match gewinnen. Allerdings, man sieht schon, also ich muss nicht hingucken, um zu sehen, was gerade passiert, denn ich kann den einfach wegstallen quasi, den Rückenwind. So, und die Psychokinese auf Meistergriff macht 44-52% Schaden. Also das ist eine Roll. So, erstmal jetzt hier wieder Genesung, weil wie bereits gesagt, ich meine, er würde, wenn er Porygon 2 mit Fiaro besiegen möchte, dann würde er sich irgendwann selbst besiegen, wenn er nicht Ruheort hat. Und ansonsten könnte ich es dann auch noch vorzeitig beenden. Ich denke, er geht jetzt auch auf den Flammenblitz und nicht auf den Sturz. Vielleicht noch einen Burn bekommt, kann ja passieren. Aber ja, ich benutze einfach Genesung, um den Rückenwind wegzukriegen. Wobei der Rückenwind wäre nicht mal so dramatisch, weil damit wäre er auf jeden Fall tot, dank Analyse. Stimmt. Allerdings waren wir trotzdem sicherer so, weil das die Sache ist halt, er kann mich trotzdem 2-Hit-KO'en. Wenn ich mich dann da irgendwie verrechnet habe, nee, deswegen war es mir sicherer, das so zu machen. Der Rückenwind ist jetzt nämlich weg und es ist genau wieder das gleiche Matchup. Da sehen wir die Psychokinese und reicht es aus? Ja. Da nimmt die Psychokinese erneut das Meistergriff raus und damit ist auch das letzte Continue weg. Er hat zwar noch einen Versuch, also sehen wir eventuell nochmal die Normalarena oder eben halt eine andere. Das hat wieder nicht ganz funktioniert. Ich würde sogar sagen, es lief dieses Mal sogar noch ein bisschen schlechter als beim ersten Mal. Ja. Also es fing halt relativ gut an, aber der Wendepunkt war halt, dass er mit dem Meistergriff da geblieben ist, als das Ditto rauskam. Und dadurch halt die Offensivweste quasi weggehauen wurde vom Ditto. Und dadurch halt der Bulk vom Meistergriff fürs Porygon 2 gefehlt hat. Genau. Und ja, das muss er. Also Meistergriff ist hier wirklich das wichtigste Pokémon der Arena. Und er kann es sich. Also ich habe meine Strategie halt darauf aufgebaut, dass ich mir dachte, okay, er kann es sich eigentlich nicht leisten, dass Meistergriff verletzt wird, weil sonst verliert er das im höchsten. Wahrscheinlich, weil Fiaro ist absolut machtlos gegen Porygon. Kann nichts machen. Schauen wir mal. Also. Kritisch. Jetzt ist er nämlich in der Situation, dass er zweimal gewinnen muss, um auf jeden Fall noch erstmal ein Continue zu bekommen. Schauen wir mal, Leute, ob es gleich nochmal die Normalarena ist oder erst was anderes. Bis gleich. Bis gleich. Und der zweite Kampf des heutigen Videos. Es soll nicht noch einmal die Normalarena-Leiterin sein. Diesmal hattest du recht. Ich glaube, da muss er sich einfach nochmal genau Gedanken machen, wie genau er das Ganze angehen möchte. Und jetzt soll es Wasserarena-Leiter Brandon sein. Du darfst. Also wir sehen, er hat in seinem Team Voltolos, Tiergeistform, dann hat er noch Cesurio, Chanera und Mega Gardevoir. Und er leadet mit Mega Gardevoir, was ich mit so ziemlich die beste Entscheidung von den vier Pokémon finde. Chanera kann halt im Prinzip nicht viel gegen Rotom machen. Beide stallen sich im Prinzip aus gegenseitig. Aber wobei Chanera das Matchup wahrscheinlich gewinnen würde. Aber mit Gardevoir hat er halt so eine starke offensive Pressure und es tankt halt ein, zwei Hits in der Megaform aus, dadurch, dass es halt eine relativ hohe Spezialverteidigung hat. Und es threatet halt Rotom ein bisschen mit der Mondgewalt. Wenn ein paar Special-Attack-Drops kommen, wird es auch nicht mehr so viel Schaden machen. Voltolos T natürlich auch eine sehr gute Entscheidung. Der Life-Orb Donnerblitz wird extrem viel Schaden machen. Und Cesurio auch eine sehr gute Entscheidung, vor allem gegen Starmie und Lamos, weil dann der Tiefschlag auch relativ stark treffen wird. Trotz Lamos großer Verteidigung, das macht nämlich immer noch sehr viel Schaden. Ja. Achso, du bist fertig. Okay, ja, ich bin fertig. Allgemein, Chanera halt gegen Rotom und eventuell gegen Lamos und halt gerade als offensiver Pressure am Anfang ist halt eine bessere Entscheidung als Late Game. Für Late Game ist ja eher Voltolos da, meiner Meinung nach. Jawohl. Okay, Leute. So viel erstmal dazu. Gucken wir, wie es lief. Okay, so, Gardevoir ist da und wie du schon sagtest, Gardevoir ist super gefährlich hier, weil ich halt, eigentlich fast nur speziell angreife tatsächlich und Gardevoir hält da einiges aus, aber ich dachte mir, gut, Rotom ist eigentlich hier direkt das perfekte Pokémon auch, also
die beiden sind gut füreinander, sage ich mal. Aber wir sehen schon, nämlich die Schallwelle zieht gerade mal die, nicht auch nicht mal die Hälfte ab. Leider geht die Hydropumpe daneben. Und noch Schallwelle, ich kann das nochmal überleben, aber leider geht auch die zweite Hydropumpe daneben. Ich hasse diese Attacke. Das ist wirklich schade. Da wünscht man sich so ein bisschen den Origin Pulse, auch wenn es 90% sind, aber es hat mehr. Mhm. Ja, das Problem dabei ist halt, mit zwei Hydropumpentreffer und dem Tiefschlag, mit dem er, denke ich mal, nicht unbedingt gerechnet hätte, wäre das Gardevoir sogar weg gewesen. Ja, tatsächlich. Jetzt ist das Gardevoir noch da und ich muss leider tatsächlich noch zwei Pokémon opfern, weil, ja, das ist tatsächlich die stärkste Attacke, die ich jetzt noch machen könnte auf dieses Gardevoir, abgesehen vom Keldeo. Aber es friert ein. Es friert ein. Und taucht direkt wieder auf. Wow, okay, das ist jetzt gerade ziemlich viel Hex in Seiten von Brady. Die Sache ist, Keldeo hätte ich nehmen können natürlich, allerdings wäre Keldeo halt durch eine, also Keldeo hätte es nicht mit einer Hydropumpe besiegen können, ja, das Gardevoir, und Keldeo ist noch zu wichtig, deswegen musste ich jetzt echt leider hier Starmie opfern, obwohl ich das eigentlich unbedingt noch behalten wollte, gerade weil es gegen ein gewisses anderes Pokémon noch was gemacht hätte, und jetzt kommt aber Keldeo und kann endlich dieses blöde Gardevoir rausnehmen, meine Güte. Ja, Gardevoir hat hier einen super Job gemacht. Die Hydropumpen-Mistes waren super unlucky auf deiner Seite, wodurch ich halt richtig viel Pressure aufbauen konnte. Und jetzt kommt halt das Chanera. Genau, da muss ich jetzt zurückgehen. Ich hätte zwar potenziell natürlich das Mysto-Schwert, allerdings nicht mit dem Wahlschal. Also, ne, könnte ich jetzt nicht machen, so Toxin. Ja, ich hatte keine Wahl, also eigentlich musste ich hier rausgehen. Deswegen auf Lamus ein Problem ist. Ich habe schon gedacht, dass jetzt Toxin kommt, und allerdings mache ich mit Lamus jetzt auch nicht mehr wirklich viel. Ich mega mich und gehe mal für ein Gedankengut hier, weil ich mir dachte so, okay, ich bezweifle zwar, dass ich nach einem Gedankengut schon mit Psychoschock über 50% mache, aber das war tatsächlich jetzt so mein Gedankengang in Sachen von den Dingen, die ich jetzt einfach probieren wollte. Ja. So, kommt Gedankengut. Brom. Erstmal ein bisschen boosten, aber mit Geowurf und mit Toxin ist der Timer relativ niedrig gehalten, dass ich da kaum was machen kann. Also ein Psycho-Shock werde ich noch raushauen können. Ich könnte natürlich auch Tagedieb dagegen einsetzen, aber... Das wird nicht so viel bringen. Nach der nächsten Runde bringt Tagedieb nichts mehr. Aufgrund dessen, dass Toxin dann ein Drittel machen wird und halt Geowurf 50 KP halt. Das ist halt zu viel dann. Dann kommt der Weichei. Gut von ihm, dass es diesmal so macht. Die Situation hatten wir ja schon mal gegen... Gegen die Flugarena. Genau, das war bei Fiaro, glaube ich. Dass er dann da jetzt einfach nur... sich wieder heilt, weil das Toxin ist ja drauf, das wird den Rest einfach so erledigen. Und da sehen wir es schon. Ja gut, da habe ich noch Keldeo, das Problem ist, ich muss halt aufs Mysto-Schwert gehen, allerdings interessiert sich Voltolos da relativ wenig für. Und da kommt das Mysto-Schwert, Flatsch, und das besiegt das Chanera tatsächlich nicht. Das ist wirklich saugut. Konter, hat er mir gesagt, er wollte einfach mal gucken, ob das geht. Also er wusste, dass das Mysto-Schwert kommt, aber er dachte so, ja, vielleicht kriegt er physischen Schaden, vielleicht geht das ja, aber... Ja, anscheinend das nicht. Ist halt ein spezieller Angriff. Genau, ist ja trotzdem ein spezieller Angriff, auch wenn es auf die physische Verteidigung geht. Ist ja quasi nur der Zusatzeffekt dieser speziellen Attacke. So, da kann ich noch ein Mysto-Schwert auf das Voltolos machen. Sieht auch tatsächlich gar nicht mal so wenig ab, aber wie du schon gesagt hast, hier kommt der Donnerblitz und... Das kann Keldeo unmöglich überleben. Ich glaube, selbst ohne den Life Orb. Ist halt zu mächtig. Step mit über 130 Base, ne? Ja, auf jeden Fall. Also, Voltolos T haut extrem rein. Ja, aber da gewinnt Brady gegen die Wasserarena. Meiner Meinung nach tatsächlich sogar die schwächste in der Senior-Liga. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, naja, Fun Fact. Ich glaube, diese Wasserarena ist bisher die einzige, mit der ich noch nicht einen einzigen Kampf gewonnen habe. Okay. Also, es ist ein bisschen die Idee der Senior-Liga. Bitte was? Das ist die Lilith der Senior-Liga. Ja, quasi sozusagen. Ja. Aber gut gemacht, hat mich auch ein bisschen gewundert. Also er hat sich selber danach auch, er hat mir da direkt nachgeschrieben, warum habe ich die nicht früher gemacht? Ja. Tja, aber jetzt hat er den Druck, er hat trotzdem, also er hat zwar jetzt wieder einen Sieg errungen, aber er hat noch kein Continue mehr safe, dass er sich da nochmal einen Patzer erlauben kann. Und es sind noch übrig... Normal. Normal, Feuer, Carlos und... Stahl. Und Stahl, also auf jeden Fall zwei der stärksten mit Normal und Feuer. Aber, er hat schon gezeigt, er hat eigentlich, das ist ja das Interessante, das Gute an Bradys Team ist, er hat potenziell die Tools für alle. Ja. Es ist halt jetzt die Frage, bei vielen ist es wirklich die Frage, wer wird das mentale Spiel gewinnen, muss man einfach mal so sagen. Ja, das ist wirklich das Wichtigste. Er hat halt die Tools, er hat halt die Pokémon, die halt die Arenen auskontern können, aber er ist, glaube ich, nicht in sich selber confident, ne? Dass er den richtigen Play machen wird.
bei manchen Situationen. Das haben wir ja in der Normalarena, in der Flugarena gesehen, dass er manchmal einen Play macht, der eigentlich total sinnlos ist. Deswegen in der Situation. Schauen wir mal, wie es dann weitergehen wird mit Brady. Ist auf jeden Fall noch am Start und übermorgen sehen wir ihn weiterhin. Bis dann, Leute. Ciao. Tschüss. Thank you.